Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Dark Souls 2 mit einem Otti, der gerade die gutste Frau hier zwischen seinen Beinen hatte. Hat die eigentlich einen Namen? Hat sich doch ganz am Anfang bestimmt vorgestellt, ich kann ihren Namen trotzdem nicht mehr. Ja, auf jeden Fall habe ich entgegen meiner Ankündigung nehme ich diese Folge jetzt nicht direkt im Anschluss an die letzte auf. Das ist sowieso alles gerade total durcheinander. Ich wollte eigentlich gestern voll die lange Dark Souls Session machen, Dark Souls Session, und hat irgendwie nicht so ganz funktioniert, weil ich habe, nachdem ich die letzte Folge aufgenommen habe, wer mir auf Twitter folgt, wird es gelesen haben, Fieber bekommen, und da ist irgendwie so eine Erkältung richtig übel ausgebrochen, und dann habe ich den ganzen Tag irgendwie vor mir hin vegetiert, nicht geschlafen, nicht wach gewesen, so irgendwas dazwischen. Und es war eine totale Katastrophe, und dann wurde mir das irgendwann zu bunt, und dann habe ich mich nachts dann mit Medikamenten versorgt, die jetzt immer noch anhalten. Also das heißt, ich fühle mich jetzt nicht mehr so schlecht wie zuletzt, und weiß aber nicht, ob das jetzt ausreichen wird, um hier zu bestehen. Aber ich fühle mich, auch wenn ich wahrscheinlich kränker klinge als gestern noch. Warte mal, hier war doch eine... Muss ich da... Nein! Ah! Ah, warte. Ey, ich habe sie mal einen Sprungangriff gelegt. Sehr gut. Guck mal, direkt am Anfang Erfolg. So muss das. Oh, sogar glitzerndes Titanit. Ich mag die Folge bisher. ich bin jetzt schon wieder in der Ecke, wo ich noch nie war. Also, noch nie. Wo ich gestern noch nicht war. Ich glaube, jetzt bin ich tot. Ich verstehe nicht, wo ich hier gerade langlaufe. Boah, ey, diese fliegenden Cooler. Jetzt stirb bitte. Scheiße. Trink. Nein, schon wieder. Oh, ey, ist das ein Chaos. Chaos. Ich hasse diesen Ort. Habe ich aber letztes Mal schon hinreichend erwähnt, ne? Mann. Aber egal. Ich habe jetzt die Crystal Lizard, die Echse da. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr Hals über Kopf dahin stürzen. Und ich weiß auch noch, dass ich beim letzten Mal mich irgendwo hätte runterfallen lassen können. Ich habe ja beim letzten Mal klingt immer so weit weg, dabei war das für mich erst gestern, noch nicht mal 24 Stunden her. Ich habe keine Seelen zusätzlich bekommen. Ich bin auch gerade auch mit 11.000 noch was reingegangen. Warum habe ich denn keine Seelen bekommen? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. So, soll ich den nächsten Ring wieder verschwenden? Ey, ich dachte, das war jetzt gar nicht so vergebens. Also kriegt man von diesen Kristallechsen gar keine Seelen. Es tut mir übrigens leid für dieses Rotze hochziehen, aber das kann ich leider nicht immer vermeiden. Ich versuch's. Ich weiß, dass das voll eklig ist. Mag das auch nicht, wenn ich Let's Playern dabei zugucke, wie sie die ganze Zeit am Hardcore rumrotzen sind, aber ist besser, als wenn sie mir aufs Pad tropft, oder? Entschuldigt, dass ich da so ins Detail gehe. Ich bin nicht so der appetitlichste Mensch, wenn es um sowas geht. So, hier stand ich beim letzten Mal schon. Das weiß ich noch. Genau, da war diese komische Arschkrampe hier, die ich gerade irgendwie gar nicht treffe. Aber, wisst ihr, was wir greifen? Aha. Oh, ich sehe schon die bösen Kommentare unter dem letzten Video. Ich sehe sie schon. Ich sehe sie nicht nur. Ich rieche sie. Ich dachte, du kannst nur schießen. Warum haust du denn auch mit dem komischen Schlafanzug-Mäntelchen hier? Dieser Ort. Ich glaube, das dürfte der verwirrendste bisher überhaupt sein. Ach du Scheiße. Zwei von den Kameraden. Na, Glückwunsch. So, lieber einmal zu viel heilen als zu wenig. Und lass mich raten, die werden definitiv respawnen, oder? Aber kann es sein, dass ich, auch wenn ich jetzt zuletzt immer wieder durch deren Hand herstrich Zauber verreckt bin, kann es sein, dass ich trotzdem eine ganz gute Magie-Defense habe? Also so mega, mega viel nehmen die mir ja trotzdem nicht ab, muss ich ja fairerweise sagen. Auch wenn ich die ganze Zeit am Rummosern bin, weil die mir so viel Kummer bereiten. So, und hier muss man echt aufpassen, dass man Blitzurne... War das jetzt eine Leiche, die hier schon lag, oder kam das vom Gegner? Nee, das war die Leiche, die hier schon lag. Okay, dadurch geht dieser Raum. Also ich habe den Schadensoutput dieser Magier hier deutlich schlimmer in Erinnerung. Was mir das jetzt über meinen letzten Spieldurchgang sagt, kann ich euch jetzt nicht so genau erläutern. Entweder ich hatte ein niedrigeres Level,
Oder ich hatte Ausrüstung, die das nicht so gut abfedert. Ist da ein Leuchtfeuer? Hä? Ist der ernsthaft wieder ein Leuchtfeuer? Oder Szenario 3 ist das, ich mich einfach nur voll gar nicht richtig dran erinnern kann, was hier zuletzt abging. Ach ja, so mitten bei dem ganzen Viehgesochse hier. Schön. Immerhin gehen die schnell, also schön schnell niederzustrecken. Aua, was war das denn? Beim High Five machen musst du ein bisschen aufpassen, Kumpel. Das tut uns beiden weh. Wie wir gerade feststellen mussten. Lügner voraus. Also erstmal sehe ich hier nichts und niemanden voraus. Das heißt, wir werden wahrscheinlich hier irgendeinen NPC oder sowas befreien können, antreffen können, der sich dann hier in verschanzen wird, mutmaße ich mal. Das war so dumm. Ich stehe vorm Leuchtfeuer und nehme instinktiv erstmal einen Estus. Hat total Sinn ergeben, ich weiß. Das wisst ja auch alle, ne? Das musste echt sein. Also, das würde mir das Spiel maßgeblich erleichtern. Die geben nur 160 Seelen. Sehe ich gerade zum ersten Mal. Das ist echt nicht viel. Da lohnt sich das ja fast nicht, die niederzuschnetzeln. Ja, 500 hätten sie einem hier ruhig geben können, oder? Ich meine, so Pipifax sind die nur auch nicht. So, wo zur Hölle bin ich jetzt hier? Auf jeden Fall ganz unten, so wie es aussieht. Okay, hier kann ich... Aua, voll an den Kopf, ey. Kannst du nicht ein bisschen sensibler bitte mit mir umgehen? Ja, natürlich! Oh, 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 warte, 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 mach zu! Genau, so, so wollte ich das haben. Hey, irgendjemand hat gerade... Was? Ich habe Angst, dass die jetzt die Olle da attackieren. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ganz ehrlich, diese komischen Zauberbälle, die kommen doch hier bestimmt auch bis zu ihr durch, oder? Ich muss jetzt leider nochmal kurz raus, weil ich habe keinen Bock, dass die mir in den Rücken fallen. Weil diese komische Deppenspinne, die hat sich voll in dem Holzstück gerade verdingst. Ja, okay, warte mal. Ein bisschen was muss ich jetzt hier tun? Was bist du denn? Was ist das denn? Hä? Das war eine rote Kristallechse oder was soll das gewesen sein? Ich bin gerade total verwirrt. Warum ist die denn auch verschwunden? Hat die sich in den Sand eingebuddelt oder was sollte das werden? Okay, 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 warte. Ich habe hier noch überhaupt keine Struktur. Ich befürchte fast, dass es auch nicht besser werden wird. Otti, ich habe schon gedrückt. Muss schon trinken, wenn ihr Goya das Knöpfchen drückt. Rötliches Wasser. Hey, kann hier mal bitte irgendwie sowas wie Struktur in diesem Part Einzug finden? Das würde ich ja mal total knorke finden, oder? Du doch auch. Ob wir noch in dieser Folge die Möglichkeit bekommen werden, in Ruhe zu schnacken, ich weiß ja nicht. Ich habe immer die Panik, dass da so ein Magieball durchgeschossen kommt und mein NPC wegmetzelt. Warum ist denn hier noch ein Weg? Ey, wer blickt denn hier durch? Ey, vor allen Dingen kann ich in meiner Erkältung die hohen Tonlagen irgendwie gar nicht hinbekommen. Wie man vielleicht gerade gehört hat, dann knickt die Stimme voll ab. Ah, hör dich auch. So eklig ich die auch finde, sind bisher meine Lieblingsgegner hier in der Ecke. Was die hier auch alles für Gerümpel zu stehen haben, was ist denn das? Bist du eine unbenutzte Tür oder was soll das werden, wenn es fertig ist? So, dann gucken wir jetzt mal hier. Das ist bestimmt eine Mimik, ne? Hätte mal gegenhauen sollen, aber das erkennt man ja schon recht früh, wenn man die nur so ein bisschen anhebt. Krummaxt. Und Seelenstrudel. So, warte mal. Erstmal muss ich gucken, ob es hier nicht noch eine geheime Wand gibt. Immerhin eine Sackgasse. Oh, Krummaxt? Ich weiß nicht, ich kenne nur Krummsäbel. Vielleicht hat das Attribut Krumm irgendwie zu heißen, dass wir als Geschickmensch damit irgendwas anfangen können. Aber CCE ist schon scheiße, ne? Wobei die eigentlich ganz geil aussieht und auch einen guten Grundschaden mit sich bringt. Warte mal. Was ist denn dieses zweite da, was auf 50 hochgeht? Ich sehe mal nicht, wo der Cursor ist. Ich bin... Ach so, jetzt sehe ich es. Okay. Mal voll den Knick in der Optik. Höhe des Magieschadens. Warum verursacht das Ding Magieschaden, hat aber da in seinem Waffenfeld nicht dieses Magiesymbol? Wisst ihr, was ich meine? Diesen hellblauen Kula oder was das da immer ist?
Normalerweise haben die das doch immer. Also, versteht ihr? Titanitbrocken, jawohl. Obwohl, doch, Titanitbrocken war das Geile. Ja, es ist definitiv ein Grund zur Freude. Ich komme da mal mit den, ja, mit Teil 1, Teil 2 durcheinander, weil das eine ist da gut und da nicht so gut und dann heißt das minimal anders und ach, einfach nur Chaos. So, was ist hier? Ich glaube, ich weiß ganz grob, wo ich bin. Ich glaube, hier geht es nämlich zum Gebietsboss hin. Diese Dinger mit diesen ekligen Dingern da am Rücken. Ja, ich weiß schon wieder, total gewählt ausgedrückt. Finde ich irgendwie eklig. Und vor denen habe ich auch irgendwie ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aua. Kann man die auch backstabben? Geht bestimmt, oder? Müsste mir, nachdem das im letzten Part auch schon wieder so ein bisschen failig war, weil meine Waffe im Bosskampf kaputt gegangen ist, müsste ich mir eigentlich mal eine zweite gute Waffe in meinen zweiten Slot reinpacken, ne? Das ist vielleicht gar nicht so eine verkehrte Idee. Hat sich gerade eingefudelt? Okay, offensichtlich können das nicht nur die roten Kristallechsen, sondern auch diese Exemplare hier. Und das verursacht wahrscheinlich Versteinerungen, ne? Diese ganzen Statuen, die ich hier sehe, das sind wahrscheinlich andere Spieler, die irgendwann mal versteinert wurden. Die sich noch dämlicher angestellt haben als ich. Man mag es kaum glauben. Vielleicht aber auch viel früher in dieses Gebiet vorgedrungen sind. Man weiß es nicht. Da hinten sieht es wieder voll schön aus. Ich mag das voll. Das ist das, was wir aus weiter Ferne schon gesehen haben. Hi. Hi, Kumpel. Na? Aua. Okay, warte mal. Ich mache dem aber eigentlich ganz gut Schaden. Und ich werfe den auch ein bisschen zurück. Ich muss so ein bisschen auf meine Ausdauer aufpassen. Nein, ich klimmer! Aua. Ich werde eigentlich weiter zurück. Menno. Ich kann das hier kaputt machen, aber ich weiß nicht, ob ich das Konstrukt nicht irgendwie noch brauche. Alter, warum macht ihr denn so viel Schaden? Stirb! Er ist tot. Er ist tot, ja. Mein Falchion ist auch tot. Ich weiß, ich spreche es immer noch falsch aus, obwohl ich in der vorletzten Folge irgendwie Hinweise bekommen habe, wie man das richtig ausspricht und woher dieses Wort seinen Stamm hat und so, aber trotzdem. Guck mal, der winkt mir. Ist das nicht nett? Ich würde jetzt fast gerne... Ach nee, warte mal, warte mal. Bevor ich das Ding jetzt hier vollkommen zerschreddere. Ich werde jetzt mal versuchen, eine Flügellanze zu verwenden. Weil ich habe schon das Gefühl... Ach, guck mal, die macht sogar noch mehr. Die macht sogar noch mehr. Ich weiß allerdings nicht, ob... Also die macht nicht noch mehr Schaden. Also doch, wenn man das summiert, schon. Aber eigentlich wollte ich sagen, die hat sogar noch höheres Level. Weil hier ist nur plus 4 und da war plus 5. Ich weiß nicht, wollen wir mal beides ausprobieren? Aber ist das nicht immer so eine Blitzkugel, was sie da rausschmeißen? Was sind denn das hier mal für komische... Ach, das sind die Äste von dem Baum. Das sagt doch was. Ich dachte, ich hatte die ganze Zeit irgendwelche Fehler oder so. Also vorne ist auf jeden Fall der richtige Weg. Da bin ich mir zu 100% sicher, weil das weiß ich noch. Zumal der Weg zu diesem Gebietsboss extrem ätzend ist. Ich weiß, ich habe im Eisenschloss schon viel gejammert und alles, aber das hier wird dem Ganzen nochmal ein Krönchen aufsetzen. Ich bin fett. Ich bin fett, das habe ich direkt gemerkt. Ja, das ist doch scheiße, ist das. 4,5. Nee, dann nehme ich doch mein Schwertchen hier. Ja. Das ist mir dann egal. Ich habe keinen Bock, jetzt hier Ausrüstungsgegenstände wieder abzulegen und umzudisponieren und am Ende komme ich schon wieder nicht klar. Aber ich komme jetzt gerade eh nicht klar. Wo bin ich denn hergekommen? Ich bin doch von hier hergekommen, oder? Nee. Hey. Aha. Ja. Ich weiß immer noch nicht, ob ich von hierher kam oder nicht. Aber ich glaube schon. Nee, offensichtlich nicht. So viel zum Thema Orientierung, ne? War das jetzt gut? Musste man das so machen, dass man die Tür so einreißt? Ich habe keine Ahnung. Da gucken wir uns hier mal um. Hauptsache, ich gehe jetzt in Ecken, wo ich vorher noch nicht gewesen bin. Vorsicht, Frau Schatz, kurz gesagt, Falle. Okay. Ah, ha, 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 ha. Ha, ha.
Ich erinnere mich. Das habe ich beim letzten Mal bekommen, als ich in den Kampf eingegriffen habe. Wo ich am Ende höchstwahrscheinlich den Bösen quasi unterstützt habe. Okay, das sind beides keine Mimics. Wäre vielleicht cooler gewesen, erstmal die Holzkiste aufzumachen, weil... Weiß ich nicht, ist da dann auch schlechterer Loot drin? Gravierte Stulpen. Bevor ich es vergesse, gucken wir uns das lieber gleich mal an. Gravierte Stulpen. Wo seid ihr denn? Da. Ihr seid ganz schön schwer. Deine seltsamen Inschrift versehene Steinstulpen bringen dem Träger angeblich Glück. Der wohlhabende Händler Fiorenza suchte sein ganzes Leben lang nach diesen seltenen und kostbaren Stulpen, doch letztlich war nicht er es, der sie fand. Geringe Chance, dass normale Angriffe zu kritischen Treffern werden. Ja, ist ganz nett. Aber aktuell definitiv zu schwer. Oh, wow, 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 wow. Nein! Ich muss mich gerade an der Nase kratzen. Ausgerechnet hier. Oh, was für ein sinnloser Tod. Also in letzter Zeit habe ich echt immer so ein Talent dafür, mindestens einen total, also so einen total, total sinnvollen Tod in einen Part einzubauen. Beim letzten Mal war das noch die Felskugel, von der ich eigentlich nur gestriffen wurde, die mich aber trotzdem zum Verrecken gebracht hat. Scheiße. Das ist echt blöd. So, warte mal, bevor ich jetzt hier irgendwas... Warte mal, die kann ich ja noch mitnehmen. Die werden dann auch irgendwann nicht mehr respawnen. Aber ich kann ja wieder auf meine Hauptwaffe zurückgreifen. Die aber echt schnell kaputt geht. Also wenn es irgendwas gibt, was die Haltbarkeit von Waffen langfristig erhöht, dann würde ich da aber ein absolutes Augenmerk drauf legen. Ernsthaft. Ich werde jetzt hier nur nochmal eben auf 20.000 kommen. Sieht irgendwie so ein bisschen... Was? Entschuldigung. Das sieht irgendwie so ein bisschen runder aus. Warum zur Hölle droppen die Rickards Degen? Ich glaube, den haben wir irgendwann schon mal bekommen. Aber warum die? Vor allem, wo bewahren die das auf? Von denen hätte ich mir jetzt irgendwie so ein Skeptiker gewürzt oder irgendwas mit Gift oder so erwartet. Aber doch nicht einen Degen. Aber gut zu wissen. Kann man hier gut farmen. Wenn es jetzt noch in Dark Souls so einen Händler gäbe, der dir... richtig gut Seelen dafür da lässt. Also wenn du das Ding verkaufst, dann wäre das natürlich noch schöner. So, warte mal. Dann gehe ich erstmal wieder auf meine Waffe zurück. Und dann will ich mir diesen Degen mal angucken. Es sei denn, den haben wir schon. Weil dann bin ich mir auch sicher, dass ich mir den schon angesehen habe. Könnte das hier irgendwo sein? Ja, guck mal, haben wir schon zweimal. Herrlich verzierter Degen. Das wird ihm aber auch nicht helfen, hier in die engere Auswahl zu rücken. So, bevor ich jetzt wieder irgendeine Scheiße mache, werde ich jetzt mein Level up, mein wohlverdientes und hart umkämpftes Level up machen. Ist mir egal, ob ich die Seelen für anderen Schmuh gebrauchen kann. So, ich habe den Hinweis bekommen, dass es nicht lohnenswert ist, bei Geschick über die 40 hinauszugehen. Hatte ich ja eh schon so ein bisschen das Gefühl... Ich werde jetzt mal einen Vitalität stecken. Ja. Und dann mal gucken, beim nächsten Mal vielleicht wieder Anpassungen oder sowas. Dann kommen die nächsten Seelen in eine Reparatur. Auch wenn ich diesen Ring jetzt nicht anlegen werde. So. Und dann will ich nochmal zu dem Morglin, oder wie der heißt. Also der heißt so, ich weiß nur nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Weil, es hieß, dass ich den jetzt nochmal aufsuchen sollte, nachdem ich den letzten Eisenschloss-Boss da besiegt habe. Und also sowohl mit null Seelen, der soll aber auch sein Sortiment jetzt erweitert haben. Sorry, have we met? Oh, sorry. Just, ich glaube, das hier kennen wir aber schon. Sitzt jetzt aber anders, ey, wie so ein Pascha, ey. So richtig breitbeinig, ja. Wie so die ganzen Kerle immer in der Berliner U-Bahn. So typisch. I'm rich! I'm rich! I don't need to go home anymore. Home? Home? Where is home? Das weiß ich nicht, wo dein Zuhause ist. Guck doch auf dein Perso. I'm rich! Okay, ich glaube, das ist neu. Ich glaube, das ist auch das Zeichen dafür, dass wir ihm schon genügend Sehnen in den Rachen geworfen haben. Kann das sein? So, und hier muss ich jetzt mal schauen. Wegen irgendeiner Alva-Rüst. Da! Alva! Ja. Blöd nur, dass ich mega pleite bin. Aber ich habe natürlich auch noch ein bisschen was in
an Seelen im Inventar. 8000, also günstig ist das nicht. Das scheint aber ganz gute Grundwerte zu haben. Ich habe, glaube ich, noch nie Rüstungssachen geupgradet, oder? Warte mal, ich kann mir das ja mal merken. 89, ja, das bewegt sich so zwischen 85 und 92. Sagen wir mal so, aber das wird doch nicht besser sein als das, was ich jetzt trage, oder? Nee. Nee. Nee, nee, nee. Aber man muss auch das Gewicht so ein bisschen berücksichtigen. Warte mal, wie sieht es dann aus bei den Elementen? 29, ja, okay, da gibt es teilweise richtig große Sprünge. Also eher so um 30 rum, außer bei Feuer, da ist bei 65. Da ist der Wert bei 65. Dann gucke ich jetzt auch mal. Nein! Ich wollte eigentlich einkaufen. Weg! Weg! Interessiert mich nicht. Lass mich in Ruhe. So. Hier haben wir 8,8 als Gewicht. Ich weiß nicht, ob die jetzt so geil ist. Von Alva dem Wanderer getragene Rüstung bietet trotz ihres geringen Gewichts sehr guten Schutz auf seiner Suche nach einem Heilmittel gegen Krankheit bla. Serita. Der heiligen Serita. Soll ich das kaufen? Ich glaube, ich kaufe das erstmal nicht. Sei denn, ihr überschlagt euch in den Kommentaren. Mit dem Hinweis, dass man das unbedingt holen sollte. Dann werde ich es mir nochmal überlegen. Aber jetzt aktuell, also so meine Seelenvorräte dafür zu plündern. Warte mal, habe ich mir ja, mein Fall Chiron habe ich wieder. Hier wollte ich aber eine Sache noch ändern. Und zwar nehmen wir jetzt mal wieder diesen +1-Ring hier. Ich weiß, würde aus Verteidigungssicht wahrscheinlich ein paar bessere Optionen geben, aber ich mag diesen Ring. Alles, was mit Seelenboost zusammenhängt, mag ich. Jawohl. Obwohl, nee, warte mal. Warte mal. Obwohl, okay, komm, einmal probieren wir das noch so. Beim nächsten Mal, wenn ich verrecke oder nach Majula gehe oder mich an einem Leuchtfeuer porten will, werde ich allerdings nochmal an den Ort zurückkehren, wo wir von oben quasi in das Gebiet reingucken konnten. Ich glaube, das war kurz nach dem Boss. Und wo ich mich hätte fallen lassen können. Würde mich nicht mal wundern, wenn ich dann in irgendeiner Ecke lande, wo ich schon war. Und was mich auch irritiert, ist diese rote Echse gewesen. Da ist sie wieder. Da ist sie wieder. Dich hole ich mir jetzt. Dich hole ich mir jetzt. Nein! Hä, warum? Warum haut die denn immer ab nach einem Schlag? Ich verstehe das nicht. Das nervt mich. Wie soll man das denn besser machen? Jetzt habe ich keine Motivation, hier weiter zu überleben. Ich will diese Crystal Lizard da mal haben. Ja, bist du blöd, hier rüber zu springen? Die gelenkige Spinne. Du wirst deinem Namen gar nicht gerecht. Wobei, du heißt wahrscheinlich gar nicht Spinne. Das ist wahrscheinlich das Eichhörnchen vom Dienst oder so. So, hier weiß ich jetzt nicht, ob ich hier... Ich blicke hier echt nicht durch, Leute. Das einzig Gute ist, dass irgendwann mal die ganzen Gegner hier verschwinden. Also verschwinden im Sinne von nicht mehr respawnen. Nicht verschwinden im Sinne von vergraben sich im Sand. Nein! Toll. Zusammen mit der Tür verreckt. Ist ja fast ein bisschen romantisch, ne? Aber auch nur fast. Prost. Oh, ist das heiß. Und wer glaubt, ich trinke Tee, der hat sich geschnitten. Ich fühle mich immer, wenn ich krank bin und Tee trinke, fühle ich mich dadurch nur noch kränker. Ich muss jetzt mal einen Kaffee trinken. Ich habe gestern den ganzen Tag auf Kaffee verzichtet, weil ich, bevor ich meinen Halsweh mit Medikamenten betäubt habe, irgendwie Angst hatte, Kaffee zu trinken, weil das ja, also zumindest bei mir, immer nicht so wohltuend ist. Ja, da wäre ein Tee wahrscheinlich besser gewesen. Aber ich habe jetzt aktuell keine Schmerzen, auch wenn ich vielleicht so klinge. Und das Vision? Warte mal, ich habe beim nächsten Mal habe ich einen besseren Plan. Beim nächsten Mal werde ich meine Waffe in zwei Hände nehmen. Da werde ich meine Waffe in zwei Hände nehmen und das Ding dann hoffentlich ein für alle Mal finishen. Das ist der Plan. So. Mein Ziel ist jetzt gerade fast eher noch, dass ich die Gegnerreihen hier so ein bisschen dezimieren möchte. Vielleicht erreichen wir dann so in 5-6 Parts, dass ich mich hier frei bewegen kann, ohne Angst haben zu müssen. So, komm, einmal bitte weg und direkt wieder ausweichen, denn jawohl, die nächste Kugel ist im Anflug. Wusste ich's doch.
trotzdem... Aua. Mann, was ist denn das hier für ein Scheiß, ey? Ich hasse diesen Ort. Scheißgegner. Ja, toll, lass mich einfach nicht trinken. Meine Güte, ey. Ist das hier ein Stress? Ist doch unfassbar. So, warte mal, wenn ich jetzt hier schon bin, dann kann ich ja jetzt hier wieder meine nächste Runde starten. So, und jetzt werde ich den gleich meine Waffe in zwei Hände nehmen. Nein, Otti, du solltest den anderen Gegner anvisieren. Ey, bist du jetzt sogar schon blöd, zu blöd dafür, oder was? So, warte mal, wie ging das so? Vielleicht reicht das ja. Vielleicht ist das das Geheimnis. Man muss ja mit einem Schlag irgendwie niederringen. Kein Plan, ob das irgendwas nützt. Nein, nein! Warum ist das Spiel so zu mir? Ich hasse Dark Souls. Dieser Ort ist so scheiße. Mann, ich will hier nicht mehr sein, aber es gibt ja noch so viel abzusuchen. Aber Gott sei Dank verschwinden die Gegner irgendwann, ja? Man muss die kleinen Triumphe sehen. Und die sind ja hier teilweise auch direkt im Haus, vorm Haus. Also ich werde erste Erfolge schon relativ früh merken. Aber ganz ehrlich, wenn diese komischen Magier da oben nicht wären, dann wäre das ja alles gar nicht so schlimm. Ich finde, dass die anderen Gegner echt okay sind, so. Na gut, okay, meine Gesundheitsleiste geht jetzt auch nicht mehr so gut wie früher. Müsste mir vielleicht auch mal den Ring wieder anlegen. Ja, sie soll ein bisschen stabil... Ich verstehe nicht, warum... Ja. Warum dieser, jetzt bin ich eh tot, ja. Ich verstehe nicht, warum man die nur einmal hauen kann. Ist das ein Bug? Die bewegt sich auch gar nicht, diese komische Echse. Irgendwie gewöhne ich mich gerade so langsam dran zu sterben. Und könnte vielleicht eine neue Rekordfolge für den Todescounter werden, ja, wenn das so weitergeht. Ich mache das nicht mal mit Absicht. Keine Ahnung, warum das hier alles nicht funktioniert. Bis ich jetzt meine Seelen nicht immer wiederholen, dann... Dann würde ich mich jetzt auch mal in die andere Ecke hinporten, die ich gerade eben ja schon angesprochen hatte. Hat jetzt auch zwei Schläge? Nee. Ein Schlag reicht glücklicherweise immer noch. So, nichtsdestotrotz sollte ich jetzt hier... Wie sah denn das Ding nochmal aus? Ich glaube, das war hässlich. Also, es sah zumindest unspektakulär aus, sagen wir mal so. War das nicht so ein... Nee. Hier. Ja, genau, sowas Unspektakuläres wollte ich ja sagen. So, warte mal, jetzt habe ich wieder ein bisschen was an... Aha, gucke mal. Kann ich mir auch wieder Stulpen anlegen? Wie waren das nochmal? Also die ist auf jeden Fall schon besser. Die hier minimal. Gab es denn nicht noch irgendwie sowas voll Gutes? Lederstulpen oder so? Bin da wahrscheinlich schon dran vorbei. Aber egal, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen mehr Schutz. Genau, Rollen funktioniert immer noch ganz gut. Heftiger Schluck genommen. Gesundheitsleiste ist wieder ein bisschen voller als gerade eben noch. Ey, diese Echse hier. Keine Ahnung. Und dann treffe ich die... Ey, was war das denn? Ey, jetzt bin ich meine Seelen sowieso los. Ey, dieser Ort. Ey, diese ganzen Scheißmagier hier überall. Vor allen Dingen erzähle ich vorhin noch so einen Scheiß von wegen, dass ich irgendwie keinen Schaden fresse, ja? Das sah aber gerade ganz anders aus. Aber da war gerade irgend so eine blöde Explosion mit drin. Keine Ahnung. Auf diesen Weg habe ich jetzt auf jeden Fall keinen Bock mehr. Seelen sind eh futsch, deswegen gehe ich jetzt mal, wenn ich diesen Ort denn finde, dahin, wo ich jetzt schon vor Urzeiten auch mal gucken wollte. Ja, ihr könnt auch langsam mal aufhören zu respawnen. Irgendwann ist ja auch mal gut. Ey, da kriege ich schon den ganzen Part über nicht geschissen, da mit der Ollen zu reden. Die ist wahrscheinlich schon voll tot, weil sie aus Versehen von so einem Magieball da getroffen wurde. So, ich glaube, das war hier irgendwo. Vielleicht hätte ich zu Fuß auch von hier aus irgendwie da hinlaufen können. Ah, guck mal, das ist sogar der Ring, ne? Den ich gerade angelegt habe. Ausgerüstet, angelegt, war mir gerade nicht sicher. Ja. Wahrscheinlich ist das so. Irgendwie bin ich mit diesem Part schon wieder mega unzufrieden, ne? So, ich glaube nämlich, wenn ich jetzt hier rausgehe... Ja. Da war nämlich dieses Eckchen hier. Gut, dass ich doch nicht so weit laufen muss. Ich dachte, ich habe jetzt hier wieder so eine mega Wegstrecke zurückzulegen. Und was ist das da hinten?
Ich weiß grob, wo ich bin. Da habe ich nämlich dieses Phantom besiegt, glaube ich, oder? Das ist der Torbogen, seht ihr das? Am Fuße dieses Torbogens, da war dieser Typ. Ach, hier bin ich. Okay. Wie komme ich denn da hin? Da ist auch noch eine Leiche. Okay, aber das Gute ist, dass ich von hier aus wenigstens einen von diesen Zauberern mindestens erreichen kann. Was ist denn da hinten, wenn ich den Steg weiter entlang laufe? Wir gehen jetzt aber... Nein! Mann, Otti, ey, ich dachte, der slidet da alleine nach vorne, ey. Ist das ein Krampf? Ey, ist doch unmöglich hier. Also, ich wusste, dass dieser Ort scheiße werden wird, aber nicht, dass er so scheiße wird. Darf ich mich mal heilen? Natürlich darf ich mich nicht heilen. Boah, geht mir das auf den Sack hier, ey. Nee. Kein Bock. Wenn ich jetzt wüsste, dass ich noch ein anderes... Ich habe noch ein anderes Gebiet. Ich habe noch ein anderes Gebiet. Ich könnte noch in das Loch in Majula rein. Aber das ist jetzt so... Ja, ich nehme jetzt über eine halbe Stunde auf. Was bringt mir das jetzt damit noch anzufangen? Ja, vor allen Dingen, selbst wenn ich jetzt irgendwie noch sowas wie... sowas wie Dings finden würde, so eine Estus-Flakon-Scherbe oder so. Es würde mir nichts bringen, weil es ja nicht daran scheitert, dass ich zu wenig Heilungsmöglichkeiten oder so habe. Die sind mir einfach zu... Ich könnte vielleicht meine... Er braucht aber auch Jahre, bis er da oben mal angelangt. Wobei diese Runde ja jetzt ein bisschen... Boah, ein bisschen souveräner vonstatten ging. Hier war ich schon, ne? Ja, jetzt kommen hier von allen Seiten wieder neue Gegner. Boah, also entweder ich werde in der nächsten Folge mich erstmal einem anderen Gebiet widmen. Oder ich werde meine Ausrüstung nochmal abchecken. Oder ich werde mich einfach damit begnügen, dass ich hier... Also ich glaube, ein, zwei Folgen sind schon realistisch, ne? Die dann zwar nicht so mega spannend werden, aber mich damit begnügen, hier einfach die Gegner rein so ein bisschen zu lichten. Und dabei nerven eigentlich nur die Zauberer und auch nur die draußen. Also alles, was ich hier in den geschlossenen Räumen niederschnetzle, das vereinfacht mir hier überhaupt nichts. Weil im Innenbereich komme ich ja gut damit zurecht. Das ist ja nur das, was hier draußen die ganzen Viecher angeht, wo ich teilweise gar nicht mal weiß, wie ich da hinkommen soll. Wie komme ich denn zum Beispiel zu dem da? Ich habe keine Ahnung. Man kann sich ja hier nicht mal in Ruhe umgucken, ey. So ein Drecksort. Ehrlich, ja, komm mir doch noch weiter hinterher. Ey, da fehlt mir sogar schon die Luft zum Atmen, ja. Da merke ich gerade auch zum ersten Mal meine Erkältung so richtig. Was ist denn da unten? War ich da schon? Also sterben kann ich ja dann nicht, wenn da eine Nachricht platziert ist. Aber fast. Ach, hier ist der Speicherpunkt. Ja gut, das hätte ich mir jetzt nur auch knicken können. Ja, okay, super. Wäre ich mal oben weiter lang gegangen. Ich muss unbedingt Wege finden, wie ich zu diesen scheiß Magiern da hinkomme. Da führt ja langfristig nichts dran vorbei. Also ich meine, jetzt habe ich wenigstens einen weniger. Okay, warum war da jetzt die Echse nicht? Habe ich die vorhin wieder verjagt oder was? Keine Ahnung. Vielleicht ist das im Ort echt nicht schlau. Ich weiß nicht mal mehr, wie der normale Bossweg hier ist. Ach so, seht ihr, da wollte ich ja auch noch hin. Warte mal, vielleicht schaffe ich das jetzt noch, bevor ich die Folge beende. Kettenbrecher wollte ich mir nur angucken. Ich glaube, den haben wir aber auch schon. Kettenbrecher. Da. Ja, zweimal. Ja, kommt definitiv nicht in Frage. Auf den ersten Blick nicht, auf den zweiten auch nicht. War hier nicht noch irgendwo die Kiste, an der ich verreckt bin? Die habe ich auch noch nicht gelootet. War das nicht hier? So viele Wege. Ich komme schon wieder gar nicht klar hier. Ich weiß nicht, ob das... Nee, von hier aus war das nicht. Da war nur die Sackgasse. Aber ich glaube, das war hier irgendwo in der Nähe. Nee, hier gab es vorhin zwar auch was zu looten, aber nicht. Ich bin durch irgendeine Tür, wo ich dieses Zeldoras irgendwas Dingensens hier...
Warte mal, ja, hier war ich ja vorhin auch schon. Und da habe ich dann irgendwie nicht mehr gepeilt, wo ich hergekommen bin. Boah, ey, soll ich auch schon an so einem Ort verrecken? Ey, ist das zu fassen? Ist das zu fassen? Das ist echt nicht mein Part. Das ist auch vor allen Dingen echt nicht mein Ort. Ich krieg echt die Krise. Ich hatte voll gute Laune. Eigentlich am Anfang. Auch wenn ich krank klinge, aber trotzdem. Ich werde beim nächsten Mal hier nicht weitergehen. Ich glaube, ich habe zu viel Frust gerade. Ich werde aber auch Dark Souls jetzt nicht weiter aufnehmen, weil ich mir nicht sicher bin, ob das jetzt nicht wirklich an meinen Erkältungswehwehchen liegt, dass ich das hier nicht geschissen kriege. Keine Ahnung. Das ist alles so unbefriedigend, so deprimierend. Gehe ich jetzt lieber da? Ja, warte mal. Von hier, wenn ich hier runtergehe, komme ich wenigstens an den einen Magier ran. Aber ich muss den noch so oft töten, ey. Den habe ich doch wahrscheinlich noch keine 5 Male gelegt. Das kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja, oh, geht mir diese Scheiße hier auf die Ketten. Ja, es fällt ja bestimmt runter. Natürlich, geil. Super, hatte doch nie so viel Spaß in dem Gebiet, ey. Drecksspiel, Prost. Entschuldigung fürs ganze Rumgebrüll, aber ich habe rechtzeitig vorgewarnt. Ich habe, als ich erkannt habe, und wisst ihr, wann mir die Schuppen von den Augen gefallen sind? In dem Moment, als wir durch diese Tür mit den beiden Spinnen, mit den beiden fetten Spinnen vorne durchgegangen sind. Erinnert ihr euch noch? Ich weiß nicht, ob ich es da schon ausgesprochen habe, aber da wusste ich, das wird nicht deine Ecke. Das wird nicht deine Ecke. Hier wirst du viel Kummer haben. Weißt du, sage ich schon. Aber weißt du, ja genau, du, weißt du, dich spreche ich jetzt an. Ich hätte auch gar nicht so das Problem damit, wenn du hier bei den einzelnen Cries wenigstens so viele Seelen zusammentragen würdest, wie das zum Beispiel im Eisenschloss der Fall war. Das fand ich ja da mal ganz angenehm. Wenn du so viele Seelen zusammentragen würdest, dass du wenigstens ab und zu mal Level-Ups machen könntest, so, weißt du? Das wäre dann ja wieder ganz cool, aber ist ja hier nicht so. Ist ja ein Fliegenschiss, den du bekommst. Der eine hat gerade was gedroppt. Haben wir von denen jemals schon was bekommen? Ich glaube schon. Ach, da klebst du. Die mag ich wenigstens noch. Die sind wenigstens noch cool. Weißes Höhlenmagiergewand. Vielleicht wird mich dieses Gewand vor diesen Angriffen schützen. Vor diesen scheiß Bällchen. Das klingt doch zumindest ein bisschen so, oder? So, warte mal. Das wird bestimmt irgendwas von den Hellen sein. Nee. Das hier. Ja, von 31 auf 40. Ich könnte es ja mal probieren. Ich glaube, ich werde offscreen. Das lohnt sich jetzt für diese Folge nicht mehr. Aber ich werde mal gucken und vielleicht am Anfang der nächsten Folge stichprobenartig hier den ein oder anderen Versuch wagen und dann zum Majula-Loch irgendwie zurückkehren. Hä? Achso, ich bin wieder hier. Hä, von hier führt eine Leiter nach oben? Ich bin irgendwie... Ich krieg das hier nie geschissen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch ohne Erkältungserscheinung hier total überfordert wäre. Ich muss gleich niesen. Ich habe erstmal wieder nach oben. Also man muss doch kurz die Nase zuhalten. Nein! Ich will nicht mein Mikro voll schmoddern. Ist mir Gott sei Dank noch nie passiert, obwohl ich schon so oft krank aufgenommen habe. So. Ach stimmt, aber das Loch, das hat mich ja beim letzten Mal schon zum Leuchtfeuer geführt, als ich mich da total neugierig habe runterstürzen lassen. Da hätte ich eigentlich eins und eins zusammenzählen können. So, wie komme ich zu dem? Ich würde so gerne einen Weg dahin finden. Ich meine, da ist ja auch eine Leiche. Ich profitiere in vielerlei Hinsicht, wenn ich da irgendwie hingelange. So, warte mal, wir setzen uns jetzt erstmal ins Leuchtfeuer. Der Fallschaden ist immer noch abartigst. Ja, der ist nicht nur abartig, der ist abartigst. Ganz wichtige Differenzierung. Oh, die sieht ja geil aus. Warum kann ich nicht so cool aussehen? Das ist so eine Frau, oder?
Ich schaffe bestimmt hier nur alles nicht, weil ich scheiße aussehe. Guck mal, die Gegner sind weg. Ich habe bestimmt einfach nur total die beschissene Ausrüstung. Also sind wir mal ehrlich, ich habe ja auf diese ganze Schmelzer-Gedöns-Sache nur gebaut. Guck mal, die Echse kommt gar nicht wieder. Die kommt gar nicht wieder. Warum nicht? Ich habe die auf jeden Fall nicht gelootet. Oh, ey, diese Cooler, ey. Ich krieg heute Nacht Albträume davon, ich sag's euch. Nein, 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 nein. Jetzt lass mich doch. Ich werde hier schon wieder verrecken. Ich werde hier schon wieder verrecken. Ja. Natürlich werde ich hier schon wieder verrecken. Wie hätte es auch anders sein sollen? Entschuldigung, bin gerade gegen das Headset gekommen. Irgendwie erkenne ich hier noch keine wirkliche Strategie. Also diese Kombination aus unter Dauerbeschuss stehen und hier keine Struktur in diesem Gebietsaufbau zu erkennen, das ist für mich einfach eine Kombination, die geht gar nicht. Die ganze Zeit unter Beschuss stehen, ja okay. Ein undurchsichtiger Ort, ja okay. Aber nicht beides zusammen, ja. Es tut mir echt leid für all die Leute unter euch, die sich mit dem Gebiet hier auskennen und die so ein bisschen den Überblick haben und sehen, dass ich die ganze Zeit im Kreis renne und irgendwie es mir unnötig schwer mache. Aber ich such's mir ja nicht aus. Glaub mir, wenn ich könnte, würde ich ja auch anders vorankommen oder überhaupt mal vorankommen. Da fängt's ja schon an. Ja, das war auch wieder klar. So, jetzt versuche ich mal das Gespräch hier zu ihr zu suchen. Habe ich beim letzten Mal die Leiche hier schon mitgenommen? Nee, Flammenschmetterling, okay. Haben wir auch schon lange nicht mehr gefunden. Und hier ist noch was. Ah, ein Pharos, ja schön. So, die Frage ist jetzt, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und mit ihr rede. Was, Zwergleuchtfeuer? Gerate ich dann unter Beschuss? Gegenstand voraus? Das war bestimmt darauf bezogen, was ich gerade eben schon eingesammelt habe, oder? Irgendwie ist der Raum aber schon so ein bisschen creepy. Guck mal, die kleinen Arschis, ne? Der wartet schon wieder drauf, seine Köttel nach mir zu schmeißen, aber heute nicht mehr. Oh, we meet again, kind traveler. This is my workshop. In your tongue, I believe I would be called a blacksmith. I create all manner of equipment. Using an ancient technique unique to my people. Normally I only cater to a very select few. But I have a debt to you. I will craft one thing of your choice. My wares are far from ordinary. I am certain that they will please you. I require no payment this time, but you must bring me a wondrous soul. My technique absolutely requires it. I trust you will understand. Ey, die Frau, die hat so eine unfassbar liebenswürdige Stimme. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Die hat sowas, also ich habe immer das Bedürfnis, sie zu drücken, wenn sie redet, weil sie einfach so unfassbar lieb spricht. Auf jeden Fall kann man bei ihr Bosswaffen herstellen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gemacht habe. Vielleicht werden wir das im Let's Play mal versuchen, mal schauen. The nature of an item is greatly influenced by the soul that was used to create it. They can be tricky to use, but when wielded properly, are extremely powerful. This is what I meant by unique. These wares are not for use by ordinary folk. Ich glaube, mit unserem Level gehören wir auch gar nicht mehr zum einfachen Fußvolk, oder? Ich bin echt gespannt. It's hard to believe now, but this land was once a flourishing kingdom. Its king, Vendrick, came close to unlocking the essence of the soul. What a dazzling soul he surely had. Imagine what I might create with such a powerful soul. Jetzt mache ich hier nicht rallig auf die ganzen Bosswaffen. Am Ende kann ich die wahrscheinlich aus irgendwelchen Gründen noch nicht herstellen oder tragen oder sonst was. It is said that our technique originates from a strange being that inhabited this land. A pale,
beast that lived long, long ago. Ooh, we don't even know what exactly it was. If you find a wondrous soul, bring it by for me to have a look. Ich gebe mir Mühe. Do you find me strange? You humans are always this way. The way you glare at any unfamiliar creature. That mix of curiosity, fear, and revulsion. Oh well, it hardly concerns me. Ey, nur weil Otti dich komisch anguckt, heißt es nicht, dass ich dich auch komisch finde. Ganz im Gegenteil, ich habe dir auch voll das Kompliment gemacht. Das hier kennen wir schon, oder? Ja. Boah, Entschuldigung, ich merke, dass der Part auf sein Ende zugeht, weil mein Schnupfen irgendwie mich gerade wieder so ein bisschen überrennt. Gegenstand kaufen, gucken wir mal. Murakumo. Das ist eigentlich eine Waffe, die voll für mich geeignet ist, oder? Ey, ganz ehrlich, Leute, ich glaube, die will ich mal kaufen. Oh, eine Eskalierung. Lia, leck die Scheiße fett. Was ist das denn? Das erste Mal in diesem Let's Play, dass ich eine Eskalierung sehe. Aber ich kämpfe nicht gerne mit Partisanen. Das ist auch so ein Sperrgedöns, ne? Ja. Ah, das hier finde ich irgendwie cooler. So, was haben wir hier? Zwillingsklinge, Mischbogen. Was ist denn Mischbogen? Verschiedene Materialien, okay. Und eine Armbrust. So, so. Feuerpfeile. Und Feuerbolzen. Gelbes Kraut, grüne Blüte, Flammenschmetterling und drei Zauberchen, okay. Sachen verstärken, reparieren brauchen wir erstmal nicht. Hier wird es, glaube ich, interessant. Hier kann ich nämlich die Seelen abgeben und dafür irgendwelche Waffen bekommen. Boah, Hammer des Eisenkönigs. Ja, hätten wir einen reinrassigen Kloppi, ne? Wäre das vielleicht eine Überlegung wert? Das hier wäre dann schon eher was für uns, auch wenn es mir an Wunderwert mangelt. Leider. Schade eigentlich. Vielleicht hätte ich den sonst sogar ausprobiert. Aber okay, bei der Auswahl muss ich jetzt wenigstens nicht großartig überlegen. Weil da jetzt nichts dabei ist. Entschuldigung. Also wenn ich dran gedacht habe, dann habe ich es hoffentlich rausgeschnitten. Tut mir leid. Meine Nieser klingen echt eklig. Ich gehöre nicht zu der Fraktion Mensch, die immer wie so ein kleines Meerschwein niesen kann. Was dann immer nur so ein kleines Geräusch von sich gibt. Bei mir klingt das immer, weiß ich nicht, als wärst du mitten in einem Erdbeben oder so. Okay, auf jeden Fall haben wir sie jetzt kennengelernt. Ich muss jetzt gleich nochmal niesen. Warte. Nee, doch nicht. Okay, alles gut. So, ihr Lieben, dann haben wir jetzt zum Ende ja doch noch was Spannendes gesehen. Ich werde mir überlegen, ob ich mir dieses Murakumo einkaufe. Ich glaube schon, die Neugierde übermannt mich gerade so ein bisschen. Und ob ich jetzt noch einen nächsten Part aufnehme, weiß ich noch nicht. Muss ich mich entscheiden, muss ich gucken, sage ich euch am Anfang der nächsten Folge, ob ich wieder Pause gemacht habe oder nicht. Aber bis hierhin bedanke ich mich erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis denn. Tschüss.